Hallo und herzlich willkommen. Ich bin euer Mr. Venom 1974. An meiner Seite der großartige Starkiller, der Christoph Kolumbus von Labyrinth. Der sich in seinem eigenen Wohnzimmer mal verlaufen hat, aber das wollte man jetzt nicht so laut sagen. Der eine wollte Indien suchen, also so gesehen ist es trotzdem nicht ihm schlecht bekommen. Ja, beide sind in Amerika gelandet, das stimmt. Amerika. What time is love? So, wir sind bei Folge 3, das ist immer noch Sarah und ich weiß, hier musste man auch wieder eine Menge einsammeln. Deswegen, ich guck mal einfach, was da ist. Da ist ein Peach. Den nehmen wir wieder mit. Ich weiß gar nicht, ob das essentiell wichtig ist, diese Dinger zu haben. Aber ich glaube, damit kann man sich immer aus den Fallen befreien. Ich glaube, das war irgendwie so. Im Zweifelsfall nimmst du es einfach mit. Das, was Ich. du so kriegst, nimmst du mit. Hallo, Das nimmst du auch mit, das was ist auch ein immer zweimal. Adventure. Da haben wir schon wieder einen Rock. So. Genau, da haben wir einen Rock, unter dem man nicht schauen kann. So, einfach gehen wir mal da reinkommen. Ich weiß, ein paar Gegenstände brauchen wir hier noch. Und hier gibt es auch zum ersten Mal sowas, was so ähnlich ist wie eine Adventure. Oh, da ist sie. Ah. Oh, die Heckenschere. Erinnert mich an letztens den Splatter-Film, den ich gesehen habe. Können wir eigentlich Induce Cheers machen? Ne, ja doch, aber macht einen Ton. Na, immerhin. So, der ist wichtig, das weiß ich noch. Den brauchen wir später noch. So, ich guck mal gerade. Also, hier gibt es nochmal einen Kristallball, dann haben wir es doch hier, ne? Dann haben wir Genau, das den Ding. nimmst du auf jeden Fall mal mit. Dann haben wir das doch echt abgeräumt, ne? Mehr Gegenstände gab es doch nicht, ne? Lass mich mal kurz hier überlegen. Ich glaube, jetzt müssen wir, das weiß ich nämlich Jetzt noch. müssen wir, glaube ich, den Typen wieder ärgern. Genau. Jetzt müssen wir dem nämlich irgendwie den Pfirsich zuschanzen. Natürlich, ihr kennt das von Jennifer Connelly und da gibt es in dieser Art eine Menge bessere Weiber als die. Nimmt man doch gerne mal einen Pfirsich. Ne? Nimm ihn. Und was wir nach dem Pfirsich machen, das werden wir jetzt natürlich nicht in der Öffentlichkeit ausdiskutieren. Bumm. So, und jetzt können wir nämlich den Helm uns schnappen. Vorsichtig, um ihn nicht wach zu machen, entfernst du den Helm des Kobolds. So, den haben wir. Ich So. würde mal sagen, Da rein? und rein. Meinst du, das war's schon? Sollte tatsächlich mal was klappen? Ja! Ich denke mal, das sieht gut aus. Ah, oh, genau, jetzt sind wir in diesem komischen Gartenlabyrinth. Das Heckenlabyrinth, um es richtig zu übersetzen. Glaube, hier musste man noch. Genau, das ist. Also im Augenblick sind wir noch in einer Phase, alles mitnehmen, alles mitnehmen, alles mitnehmen. Okay, du sagst das Heckenlabyrinth, dann heißt Sonic the Hedgehog Sonic das Heckenschwein, oder wie? Ja, Hedgehog ist ja die Bezeichnung für Igel, ja. Ja. Man kann es natürlich auch einfacher übersetzen, das stimmt. Ja, ich gehe davon aus, vielleicht ist das ja irgendwie wirklich was, dass man, ich meine, gut, ich weiß ja, Igel sieht man ja auch gern hier irgendwie bei irgendwelchen Gartenarbeiten. Vielleicht ist das dadurch auch entstanden, keine Ahnung. So, wir haben wieder einen Kristallball. Da geht's nicht weiter. Ich guck mal, liegt da noch was? Und dann muss ich wieder auf der Suche nach irgendwas anderes sein. Also ich würde trotzdem da reingehen. Ja, also willst du mich Ja. da reinschicken? Nee, aber ich würde da ganz hinten reingehen. Hier. Nee, noch weiter. Ganz hinten, also komplett durch. Ganz hinten, Ich glaub genau. dir einfach mal. Ich glaub dir einfach mal. Magellan weiß schon, was er tut. Uah! Nach links. Natürlich nicht. Hier rein. Das war nicht gut bestimmt. Ach, jetzt bin ich wieder zurück. Okay, das ist ja wurscht. Dort ist ja nichts passiert. Aber ich wusste gar nicht, dass man da teilweise auch wirklich zurückgehen kann. Weil eigentlich kann man es eigentlich nicht so einfach. Ich meine, ist uns egal, aber wir brauchen diesen einen Gegenstand, der da lag. Wo sind wir denn jetzt schon wieder gelandet? Ey, was sind denn das für Labyrinthe? Ich meine, gut, ist irgendwie bei diesem Spiel jetzt nicht unpassend, aber sinnvoll ist es jetzt nicht so unbedingt. Sinnvoll ist da was anderes. So, du sagst ganz nach hinten.
Also das Ding, genau, irgendwie ganz nach hinten war das. Gut. Ich gruschtel noch mal in meine Klamottenkiste. Ach, jetzt bin ich Jawohl. da. Was sind wir da wieder? Okay, da müssten wir ja theoretisch ganz nach hinten hinkommen. Und dann wieder rein. Ja, ich hoffe, dass es klappt. Ach, pff, was sollte denn hier schief gehen? Läuft doch alles hier am Schnürchen. Genau, und den müssen wir jetzt irgendwie Und haben. da müsste jetzt dann so ein Objekt sein. Genau, zack. Du hast ein, ja, ein Bracelet, ein Amulett entdeckt. Oder so ein Armreif, ja, genau. Das verdammt groß ist, es muss hier also auch irgendwo Riesen geben. So. Gehe ich wieder zurück? Da bist du jetzt zu früh reingegangen, genau. Da war jetzt Okay. nicht so gut. Gut, aber dafür haben wir erstmal alle Gegenstände. Das heißt, muss jetzt wieder genau an diese Stelle und dann am besten nach dem Kessel mal reingehen. Falls ihr jetzt der Meinung seid, dass das ja irgendwas von einem Labyrinth hat, ja, hat es. Ich glaube, habe ich ziemlich deutlich gemacht, glaube ich. Ne? Das ist übrigens auch so, ne? Ihr steht das so auf Counter. Wie oft verirrt man sich hier? Wobei ich dann Death Counter das auch doch spannender finde. In diesem Spiel wird es wahrscheinlich eher selten der Fall sein. Gut, je nachdem, Aber. wie geil wir uns anstellen, also. Ihr könnt ja mal im Schulnotensystem bewerten, wie gut wir uns hier machen. Pädagogen sind willkommen. Ja, toll, wie werde ich den denn wieder los? Gar nicht, ne? Muss ich einmal rundrum gehen. Das ist doch total Irgendwie leer, sowas, Kack. ja. Ach, genau, dann gehen wir wieder zurück und dann fängt der, glaube ich, wieder an zu laufen. Und du sagtest dann, wo muss ich denn hin? Da war dann nach dem Kessel, glaube ich, der Durchgang. Okay. Okay, weil wir müssen dann zum weisen Mann. Das Genau, ist je der, der nachdem, von die. welcher Seite wir jetzt da Ja, wir rüberkommen. sind wir richtig. Genau. So. Das heißt, hier So, rein. jetzt müsste es, glaube ich, da reingehen. Gott. Wir gucken mal. Later? Nein. Dann in die Richtung. Jetzt da reingehen, glaube ich. Also erstmal Schere benutzen, ja? Benutzt mal die Schere, ja. Und dann laufen wir durch. Mal gucken, wo wir da landen. Okay, erstmal wechseln wir die Seite. Dann machen wir das doch. Das können wir doch am besten. Genau. Für die Jüngeren unter euch, ja, damals muss man Disketten noch wenden. Und für die ganz Jungen unter euch, Disketten sind antike Datenträger. Sehr antik. So, wir sind beim weisen Mann. Wir sind bis jetzt richtig. Gut. Ja, wir machen uns doch langsam. So, das weiß ich noch. Mit dem quatscht man jetzt. Dann kriegt man ein Rätsel. Da kann man, ich glaube, den kann man auch wieder bezahlen. Und dann kriegt man dieses sogenannte Rulebook. Mit dem Rulebook übrigens, das weiß ich noch. Ich glaube, da gibt es einen ganz, ganz tollen Bug in diesem Spiel. Ihr könnt das Regelbuch in Anführungszeichen mehrfach lesen. Und dann führt es zum Ende. Also total geiler Bug, glaube ich, wenn der noch. Ich weiß nicht, ob der hier auch Super. funktioniert. Ich werde den aber nicht anwenden, weil da haben wir andere Gags. So, Wise Man. So, erzähl mir einen. Kriegst du erstmal hier einen Dollar. Zack. Das ist es nicht wert. Nimm das Wechselgeld. Machen wir. So. So, wie kann ich. Genau, da habe ich das Regelbuch. Genau. So. Und jetzt muss ich irgendwie den Ausgang finden. Ja. Jetzt Jetzt hätte ich wird's gerne. interessant. Jetzt hätte ich gerne mal deine Weisheit. Ja, der alte weise Mann ist gerade am Überlegen. Du kannst ja inzwischen mal ein bisschen was über dein Leben erzählen, während ich hier überlege. Das ist nicht so spannend. Ich warte darauf, dass du mich irgendwie führst. Das ist in dem Bleib Fall einfach ganz. mal da so in der Ecke um den Weisen stehen. Ja, mach ich. Weil ich weiß nicht mehr, wie der Gag geht. Das kann ich dir sagen.
Ja, und dann fragst du jemanden, der das Spiel noch nie gespielt hat. Doch, weil du hast die Fähigkeit, aus nichts Gold zu machen. Okay, ich habe da jetzt mal so eine Eingebung. Und zwar gehst du mal nach links. Ja. Dann hast du jetzt die drei seitlichen Türen. Du nimmst die Ja. obere Okay. seitliche. Ja. Und dann funktioniert es nicht. Weil wir müssen, glaube ich, wieder zurück zu dem Hedge Maze. Also das heißt, wir müssen, es gibt hier nur eine Tür, die funktioniert. So sieht es aus. Versuch mal die andere Tür. Das ist ja Dann relativ versuchen wir mal die einfach. untere Tür. Das kann ich ja durchtesten. Wenn es nicht klappt, dann haben wir noch die hinteren drei. Und so ist dieser eine Gag bei Monkey Island entstanden. Da sind viele Gags so entstanden, ja. Also. Wahrscheinlich ist es dann die letzte Tür, die man probiert. Nein, also soweit ich weiß, ist das eine Kombination aus vielen Türen. Weil du musst irgendwie einen Weg nachgehen, nach meiner Meinung. Weil war klar, dass das so nicht geht. Fantastisch. Ich gucke noch mal in meinen Notizen nach. Ja, das tue ich jetzt auch. Weil das ist genau das Schöne daran. Ja, das macht das Leben wieder so So, mal spannend. gucken, erzählt er denn noch mal was? Weil in meinen Notizen läuft da einfach nur durch diese eine Tür und dann ist es vorbei. Also du musst da nicht groß kombinieren. Ja, aber es gibt verschiedene Lösungen. Das ist doch, ja, kann ja jeder. So, was erzählt er denn? The The hands hands of of a the clock clock trace trace the path path to to the the ninth ninth hour. hour. Ach, 9 Uhr. Das heißt, du musst die mittlere Tür links nehmen, wenn ich es richtig verstehe. Ja, ich habe ja gut alle Türen genommen, also muss das mehrere sein. Oder höchstens einmal durch die linke und einmal durch die mittlere oben. Kleiner Zeiger, großer Zeiger. Wir nerven ihn nochmal. So. Trace. So. Das ist wahrscheinlich nicht ganz so schwer. A path to the ninth hour. Ja. Path to the ninth hour. Das ist mir schon klar. Das heißt, das ist auf der linken Seite mittig. Das ist mir klar. Das ist 9 Uhr. Aber das ist ja kein Path. Oder du musst die Türen in der Reihe nach einfach laufen. Das mache ich jetzt Dann einfach. fängst halt oben rechts an und gehst dann halt runter und so weiter. Ach, meinst du von Anfang sein? So von 1 Uhr zum Beispiel oder von 12 Uhr aus, eins von Machen wir beiden. von 12. Ja, das sind noch Rätsel, meine Damen und Herren. Ne? Das ist so unglaublich spaßig, weil. So. Ne, das ist es nicht. Würde das berühmte Buch irgendwas sagen können? Ich guck gerade mal. Also nur damit ihr das mal wisst, was so Profis mal machen, weil ich wusste, dass dieses Spiel sehr, 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 sehr seltsam ist und eben nicht so wahnsinnig linear ist, das kann ich jetzt mal vorwegnehmen, habe ich mir hier schon irgendwas ausgedruckt. Nicht, dass wir nämlich irgendwas übersehen, weil nach dem letzten Debakel, wir machen das nämlich nochmal neu, hatte ich da nämlich ehrlich gesagt keine Lust drauf. Deswegen, ich überfliege gerade mal was. So, genau. So, wenn man ihm einen Dollar gibt, erzählt er was. Das haben wir gemacht. So. Ich schaue noch mal kurz woanders nach. Das, was der uns eigentlich sagt, habe ich hier natürlich nicht als Info. Ha, ha, ha. Fantastisch. Es gibt das, was du gesagt hast. Es gibt eine Lösung, dass es einfach irgendeine Tür ist. Es gibt eine Lösung, dass es dreimal die gleiche Tür ist, was es hier nicht sein kann, weil er sagt uns ja schon, dass da irgendwie ein Pfad ist. Also wir müssen irgendwas sicherlich machen.
Start with closest one to the left. Closest right. So. Hands of a clock trace for paths to the ninth hour. Ist klar. Also, machen wir es mal so. Ich fange jetzt mal einfach bei 1 an und gehe so rum durch. Dann versuchen wir mal unser Glück. Du kannst ja in der Zwischenzeit so mal gucken, ob du noch irgendwas anderes findest, was uns weiterhilft. Im Prinzip ist es das. Also das verstehe ich immer als daraus, aber was weiß ich auch, ich habe ja noch nie ein Adventure gespielt. Ich kann aber auch einfach sagen, was ich jetzt eben gerade überflogen habe, damit wir jetzt gerade mal eben, damit ihr jetzt auch lacht. Stimmt. 4, 5, 6 haben wir ja nicht. Doch, du musst da unten durchlaufen können, oder? Nein, ich komm, hier unten ist ja nichts. Also, da oben ist ja dann dementsprechend. So. Das war's auch nicht. Moment, nochmal für Doofe. So, also. Half of a clock trace the path to the ninth hour. Versuch's einfach mal durch die 9 und dann durch die 12. Meinst du 9 Uhr sozusagen? Genau. Ob das vielleicht hilft. Ja, sonst würde ich sagen, haben wir langsam mal Geschichten zum Lachen, ja. Nein. Adventure-Rätsel, so. Die die Welt nicht braucht. So, jetzt gucken wir mal. Vielleicht erst 12 und dann 9. Das könnte es natürlich auch sein. Ich habe schon hier souverän, ich gucke gerade schon auf meine Uhr und versuche irgendwie eine Idee zu kriegen. Vielleicht muss man sich das als eine Digitaluhr vorstellen. Nee, das ist auch nicht. Aber so. Ist dir aufgefallen, da hat jetzt kein Geräusch gemacht. Wieso? Du bist durch die Neuen gelaufen, hat es aber kein Geräusch gegeben. Nein. Ja. Jetzt hat es gegeben, aber vorher nicht, wo du zuerst durch die 12 und dann durch die 9 gelaufen bist. Machen wir nochmal. Aber ich glaube, da war was. Das bilden wir uns jetzt förmlich ein. Aber was ich erzählen wollte, also ab jetzt soll das Spiel dann angeblich linear sein. Siehst du, das ist ganz normal. So. So, jetzt gehst du durch die 9. Oder verarscht er uns einfach? Ja, das kann auch sein. Hast du ja nicht genug bezahlt. Nee, das haben wir ja. Man hat ja Geld gekriegt. Wir fragen ihn nochmal. Oder wir haben irgendwas verpasst, was er gesagt hat. The hand of the clock trace the path to the ninth hour. Ja, die Hände der Uhr, klar, die Zeiger. Das ist mir schon klar. Aber da wir da unten ja nichts machen können. Wir sind alles schon abgegangen, das ist es nicht. Jetzt mache ich mal einfach das. Tja. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts und davon eine Menge. Ja, ein großartiges Rätsel. Ich guck mal, ob ich hier noch was finden kann bei mir. Wir können mal einfach Folgendes machen. Wir haben ja jetzt schon irgendwie 20-Minuten-Marke schon wieder fast erreicht. Dann würde ich sagen, setzen wir hier einen Cut. Wir rätseln mal einfach. Ihr habt jetzt auch eine Chance zu rätseln, wie dieses bekloppte Rätsel wohl gehen könnte. Und dann holen wir uns ein paar Informationen und dann werden wir da weitermachen.
Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Ich bin euer Mr. Werner 1974, an meiner Seite der großartige Starkiller. Und dann geht's rätselknackend weiter in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao. Ciao, ciao.